Ja, da bin ich wieder. In meiner Flak hat dieser freche Server einfach einen Neustart gemacht, ohne mich zu warnen. Cannot fire. Oder alternativ hat er mich sogar gewarnt, aber ich hab's nicht mitgekriegt. Super, ich bin sogar aus der Flak rausgekommen, ohne mir was zu brechen. Dafür muss ich jetzt meine Markierung neu setzen. Ja, hier bei Pipi Vagina würde ich sie machen. 2,9 Kilometer. Ja, kleinen Moment. Jetzt bin ich wieder da. Ja, das liebe Handy. Es ist ein Fluch, immer und überall erreichbar zu sein. Komisch, eigentlich denkt man sich, man kauft sich ein Handy, um frei und unabhängig von allen Dingen zu sein. Dabei merkt man doch gar nicht, dass ich nach Stavir Zabor fahre. Dabei merkt man gar nicht, wie abhängig man sich durch so ein scheiß Handy eigentlich wieder macht. Es wird viel schlimmer als ohne Handy. Wahnsinn. Ich habe ja ein iPhone 5 und das habe ich jetzt schon ein paar Mal fallen lassen und dann ging irgendwann der Power-Button nicht mehr. Dann habe ich es an Apple geschickt zum Reparieren. Dann hatte ich 3 Tage kein Handy. Leck mich am Arsch, war ich aufgeschmissen. Das ist echt eklig, wie leer ich mich gefühlt habe. Ich habe hier im Regal so ein uralt Nokia noch rumfliegen. Keine Ahnung, mit... Was ist denn das? N73, genau. Ich habe dafür keine passende SIM-Karte, ich habe auch kein Ladegerät. Ich wollte es einfach nur dabei haben, um das Gefühl zu haben, ein Handy zu haben. Das ist echt mies, Leute. Lol, das ist auch mies. Das ist richtig mies. Da, die müssen wir alle platt fahren. Juhu! 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 Oh ja, ne Warnung. Das wäre echt nützlich gewesen wegen dem, mit dem Restart. Wie sie alle überlebt haben. Anscheinend muss man die hier gefühlvoll überfahren. Ja, ohne Handy, echt scheiße. Altes Handy mitgenommen, nur um Handy zu haben. Und Abhängigkeit. Okay, das hier machen wir auch durch. Jetzt konzentrieren wir uns mal wieder ausnahmsweise mal auf das Spiel hier. Ah, FN-Fall. Hello, Baby. Meine Lieblingswaffe. Ich habe in den Kommentaren irgendwas gelesen, dass man sich hier irgendwie reinstellen soll. Weil man dann unter den Heli glitscht. Ah. Nee. Irgendwo kann man sich da in den Heli reinglitschen und dann unter dem Heli noch nach Waffen suchen, wo auch irgendwie immer was liegen soll. Aber so ganz kriege ich es nicht hin. Eigentlich kriege ich es gar nicht hin. Aber da liegt doch schon wieder was. Nö. Hä? Was habe ich hier für Zeug dabei? Ich visiere hier doch was an. Achso, das ist das, was ich jetzt hingelegt habe. Sehr komische Sache. Da liegen Painkillers. Genau deswegen suche ich eine Heli-Crash-Site. Wegen fucking Painkillers. Es tut mir leid. Mir geht's doch so mies.
Aber ich wollte endlich wieder spielen. Ich wollte auch endlich wieder aufnehmen. Zumal ich fast sogar schon aufnehmen muss. Weil ich bald keine Folgen mehr habe sonst. Und ich will euch ja immer schön 2 Folgen am Tag anbieten. Oder, genau, würde euch das vielleicht auch ausreichen, nur eine Folge Daisy am Tag? Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr mit 2 Folgen zufrieden seid oder ob euch auch mal eine Folge nur reichen würde. Wäre mal ganz informativ zu wissen. So, jetzt aber mal Flick zum Airfield hier, bitte. Wuhu! Oh nein, ein Bus. Oh nein, da kommen wir nicht durch. Oh Scheiße. Ich muss kurz in die Außenperspektive. Wie gern würde ich mit dem Ding rumballern. Obwohl mein Fuel Tank beschädigt ist, also orange, hält er ziemlich lange durch, muss ich sagen. So. Ah, jetzt wo ich diesen Namen gerade unten lese, einige haben es in den Kommentaren schon geschrieben. Ja, stimmt. Tut mir leid. Es ist dieser Daisy Chunky Server. So, fragt sich jetzt nur, wie nah ich mit dem Teil ranfahren soll. Und wie viel ich dann doch lieber zu Fuß zurücklegen sollte. Ich würde mal sagen, ich fange hier an. Versuche ich das Teil hier bald mal irgendwo im Wald zu verstecken. Ja. Und dann machen wir jetzt zu Fuß weiter auf die Socken. On the Socks. Ich finde, es wird wieder Zeit für ein neues Intro, aber mir gehen bald so langsam die Ideen aus. Irgendwie stecke ich in so einer Winterdepression. Ich komme auf kein gutes Intro mehr. So, noch unauffälliger geht's gar nicht. Ich ziehe wahrscheinlich eine gigantische Staubwolke hinter mir. Jawohl. Das ist ja sehr professionell, was ich hier mache. Mit der Flak ans Airfield ranfahren. So. Jetzt lassen wir die Flak mal Flak sein. Und schauen, dass wir hier ohne Beschuss in den Wald kommen. Vielleicht hätte ich mit dem Teil hier drauf fahren sollen. Am Ende ist hier niemand und... Oh mein Gott, jetzt gehe ich nur unnötiges Zombie-Risiko ein. Ah ja, jetzt schauen wir uns erstmal die Baracke hier an. Ja, hat mich klein Zombie gesehen, na klar. Diese Situation
gab mir übrigens den Spitznamen Tannenbefruchter. So habt ihr mich im Livestream mal genannt. Dabei habe ich diesen Tipp doch von euch. Ihr habt gesagt, stell dich in eine Tanne, wenn dich ein Zombie jagt. Und dann mache ich das und dann nennt ihr mich Tannenbefruchter. Diese Schritte im Gebäude sind sehr schnell. Aber ich glaube jetzt mal nicht, dass da ein Spieler drin ist. Weil die Zombies sehen relativ frisch gespawnt aus. Diese scheiß Scheiben halt nicht so dreckig werden hier. Oh ne, jetzt muss ich dann auch noch echt schießen. Ja, komm, lock noch ein paar Kumpels her. Du auch noch. Eine AKS? Nö. Wie viele Bandagen habe ich denn? Oh. Da habe ich einfach die Waffe weggelegt. Ja, komm, nimm mal noch eine mit. Was haben wir denn hier? Müll. Das Morphin nehme ich mal mit. Juhu! Hopp! Und die Glock, nee, lass sie mal liegen. Na, da wechsle ich mal die Seite. Ich gehe zwar direkt in dieses Baustellengebäude, zumindest versuche ich das. Ich hoffe, dass hier niemand auf mich wartet. Und los! Oh Mann, hoffentlich finde ich einen Hubschrauber oder so. Habe ich schon eine Axt? Nee. Super. Juhu! Hatchet! Hatchet Man! Hatchet Man! Machen wir mal diese störende Markierung weg. Versuchen weiter zu erkunden. Oh. Was ist das da hinten? Habe ich ein Fernglas? Nee, habe ich nicht. Wenn das ein Zombie ist, ist der nicht wegen mir gespawnt. Lol. Äh,
Ja, ich glaube, das ist ein Zombie. Ich meine, ein gewisses Zombie-ähnliches Wackeln zu erkennen. Ja. Hubschrauber, komm schon. Hubschrauber. Wo? Hubschrauber. Wo? Wo? Baracken. Nein, Hubschrauber. Komm schon. Oh Mann. Und wenn es nur so ein kleiner Penis-Hubschrauber ist, ist mir doch egal. Hauptsache ein Hubschrauber. Erstmal in die Feuerwache. Bisschen verschnaufen. Hier in dem Müll rumwühlen. Dann warten, ob mir jemand entgegenkommt. Und Schüsse hören. Muss jetzt unbedingt erstmal diese Zombies hier loswerden. Ja, mach nur die Tür auf. Ja, genau. Ja. Mach mal noch. Genau, mach mal gleich alle gleichzeitig auf. Komm. Man kann nie genug Aufmerksamkeit haben.